Heute zu Gast die Business Moms. Was machen denn die Business Moms? Die Business Moms, wir sind ein Netzwerk für selbstständige Mütter hier aus Hamburg. Und warum braucht es die Business Moms? Ja, also die Business Moms braucht es, weil Mütter, die arbeiten, es ja immer noch sehr, sehr schwer haben. Und auch in der Selbstständigkeit ist es so, dass es ganz häufig so ist, dass wir dann ja sehr flexibel sind. Und das ist ja auch ein Modell, was wir gewählt haben, häufig oft auch für die Familie. Und was wir dann ganz oft beobachten, ist, dass Frauen sich dann auch zurücknehmen, auch in der Selbstständigkeit. Ja, also wenn das Kind krank ist, dann wird eben auch gerne gesagt, Mensch, du bist ja so flexibel, das kannst du doch übernehmen. Und da braucht es tatsächlich auch jemanden von außen, der sagt, nee, nee, du hast aber jetzt ein Business. Und um dieses Business auf die Straße zu kriegen, musst du auch daran arbeiten. Ja, und da unterstützen wir uns tatsächlich gegenseitig, dass wir auch gucken, dass wir uns Tipps, Ratschläge geben und uns eben auch wirklich gegenseitig ermutigen, unser Business ernst zu nehmen. Und das bedeutet eben auch im Zweifel, mit unserem Partner, unserer Partnerin zu sprechen und zu sagen, pass mal auf, wenn ich hier irgendwann mal auch Geld verdienen möchte, dann brauche ich dafür auch Zeit, um in mein Business zu investieren. Ja? Und das bedeutet, dass du vielleicht das nächste Mal zu Hause bleibst, wenn das Kind krank ist und ich in mein Business investiere. Und also unter anderem dafür ist es total gut, auch jemanden zu haben, der an deiner Seite steht und der diese Situation vor allen Dingen auch kennt. Mega gut. Und was macht ihr ganz konkret? Macht ihr dann Workshops oder Netzwerktreffen? Also wir haben verschiedene Arten von Veranstaltungen, die man besuchen kann. Wir haben zum Beispiel ganz lockere Netzwerkveranstaltungen, so wie Frühstücke oder ein Abendzusammenkommen, einfach wo wir eine Kleinigkeit essen. Wir haben aber auch themenbezogene, also inhaltliche Workshops, die wir anbieten, zu verschiedenen Business-Themen, die uns alle betreffen oder zu Vereinbarkeitsthemen und so weiter. Und wir finden natürlich auch viel online statt. Also auch auf Social Media haben wir viele Aktionen, Möglichkeiten für Business Moms, sich zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu kommen oder sich zu vernetzen untereinander. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass Frauen mindestens genauso gut im Gründen sind wie Männer. Warum gibt es eurer Meinung nach immer noch solche strukturellen Probleme, dass Frauen weniger gründen als Männer? Ich glaube, dass Frauen sich häufig immer noch schwer tun, quasi sich zu präsentieren und an sich zu glauben. Das hat natürlich auch was mit der gesellschaftlichen Erwartung zu tun. In unserem Fall ist es sicherlich natürlich auch so, dass wir Kinder haben und dann eben die Care-Arbeit dann wieder an erster Stelle steht. Und man weiß natürlich auch, aus vielen Studien mittlerweile, dass Männer natürlich auch ganz anders gefördert werden. Also das sieht man ja auch bei der Vergabe von Start-up-Geldern zum Beispiel. Ja, Männer bekommen ganz andere Fragen gestellt als Frauen. Ja, Männer fragt man, wie unglaublich toll sie gewinnen werden. Frauen fragt man, wie sie es machen, dass sie nicht scheitern. Und das ist ja etwas, dass überhaupt solche Fragen gestellt werden, zeigt ja, wie unsere Gesellschaft sozusagen immer noch strukturiert ist im Kopf. Und das bemerken Frauen natürlich. Ja, also ich glaube, Frauen haben häufig eher mitbekommen im Laufe ihres Aufwachsens, okay, du stehst vielleicht auch eher an der zweiten Stelle, während eben Männern mehr zugetraut wird, die Bühne einzunehmen. Und wenn ich selbstständig bin, dann habe ich meine eigene Bühne. Ja? Und die muss ich natürlich auch erstmal einnehmen. Und dadurch, dass ihr das Netzwerk betreibt, ihr seid ja auch selber Teilnehmerin, nehmt ihr selber daraus dann neue Kraft aus den Netzwerktreffen dann mit? Ja, absolut. Also ohne diese Netzwerktreffen wäre ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr selbstständig. Diese Netzwerktreffen geben uns unglaublich viel Power und Kraft. Manchmal geht es einem auch nicht gut, dann pushen einen diese Netzwerkevents. Allein schon dieses Reden einfach mit anderen selbstständigen Frauen oder selbstständigen Müttern, die in derselben Situation sind wie ich. Ja, man trifft sich, man sieht sich, man kotzt sich vielleicht auch erstmal über den Partner, die Partnerin aus oder über die eigenen Kinder. Es ist wirklich gerade nicht so einfach. Und dann kommt man aber relativ schnell zu den Business-Themen, die man gerade besprechen möchte. Und oder, was auch oft passiert, dass wir unsere Kinder einfach vergessen, dass wir sie gar nicht erwähnen, dass wir in Vorstellungsrunden gar nicht mehr sagen, hey, ich habe 3, 4, 5 Kinder, sondern einfach direkt einsteigen, weil wir genau wissen, wie es uns geht. Wir müssen da gar nicht mehr groß drüber sprechen. Wir kennen alle unsere Struggles und Probleme zu Hause. Und vor allen Dingen wir untereinander ersetzen auch einfach die Kollegin, die wir nicht haben. Also in der Selbstständigkeit ist es ja auch oft so, dass du irgendwann das Gefühl hast, du vereinsamst so ein bisschen. Und ne, der Kundenkontakt ist das eine, aber sich auszutauschen in unseren Team-Meetings. Ne, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich mit dem, was wir tun und merken darüber einfach, dass wir ne,
als Viererteam auch viel, viel mehr bewirken können. Und das ist auch für das eigene Business auch inspirierend. Und natürlich haben wir auch untereinander, wenn ich jetzt ein Problem habe mit meiner Webseite, dann frage ich halt Julia. Ne? Also das ist auch ein Effekt, der auch total wichtig ist. Und dadurch, dass wir es im Viererteam kennen, können wir es natürlich auch super gut nach außen geben. Ja, wir generieren generell im Netzwerk und auch für uns und natürlich auch für die anderen Business Moms auch Business. Ja, das heißt also, es werden viele Aufträge vergeben und es werden auch viele Rechnungen geschrieben. Gott sei Dank. Sehr cool. Also das heißt, ihr macht jetzt nicht nur, also ihr unterstützt euch gegenseitig auf der emotionalen Ebene, helft euch aber auch inhaltlich und tatsächlich generiert ihr gegenseitig natürlich dann auch Umsatz füreinander. Das ist natürlich ganz hervorragend. Wenn jetzt jemand Interesse hat, bei euch mitzumachen, wie würde sie das am besten machen? Generell ist jede Business Mom hier in Hamburg herzlich dazu eingeladen, herzlich willkommen, einfach mal dazuzukommen. Wir wissen, dass da ganz viel Überwindung auch zugehört, wenn man vielleicht nicht so aufs Netzwerken steht oder noch nicht die Erfahrung hat, aber man kann einfach dazukommen. Man muss nicht Mitglied bei uns werden, man muss uns nicht folgen, man muss nicht erst so und so viel Posts von uns liken. Man kann sich einfach anmelden über unsere Website und dann dabei sein. Okay, ihr habt dieses Netzwerk ja ins Leben gerufen. Wie finanziert ihr euch denn damit? Also wir sind ein ehrenamtliches Netzwerk. Also wir vier arbeiten komplett ehrenamtlich in diesem Netzwerk ohne Bezahlung. Und wir sind in dem Sinne kein Club mit einer Clubmitgliedschaft, sondern jede Business-Mom, jede selbstständige Mutter kann einfach zu uns kommen. Wir finanzieren uns über Supporterinnen. Das heißt, man kann uns freiwillig mit einem gewissen Betrag monatlich unterstützen. Denn wir sind ganz überzeugt davon, dass Netzwerken nur funktioniert, wenn man damit kein Geld verdient. Das machen wir nicht. Sehr cool. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg und dass noch ganz viele weitere Mütter dazustoßen, vielleicht auch die Selbstständigkeit für sich entdecken und dann auch Unterstützung erfahren. Danke. Danke dir. Danke.